Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen kleinen Folge von Subnautica. So, die letzte Folge wollten wir dann, glaube ich, aufbrechen. Also, habe ich gesagt, dass wir diese Folge aufbrechen. Habe ich natürlich auch vor. Allerdings, und das ist jetzt aktuell noch so das kleine Problem, wir haben nicht genügend zu trinken. Das heißt, wir müssen uns da echt nochmal ein bisschen drum kümmern. Wir gehen jetzt nochmal tauchen. Da kloppen wir einfach mal so eine Koralle zusammen und sammeln noch ein bisschen Salz ein. Wobei, stopp. Bevor wir jetzt hier komplett rausgehen, gehen wir nochmal schnell zum Scannerraum und werden dann hier den Scanner anwerfen und dann gucken wir mal, ob es dann so weitergeht. Sprich, es wird uns helfen. Dann finden wir das Salz schneller. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Konnten wir nicht extra das letzte Mal noch nach Salz suchen? Wir starten mal schnell was. Wir suchen einfach mal nach Quarz und dann brechen wir das ab. Nee. Hä? Wie ist denn das passiert? Ich dachte, wir konnten nach Salz suchen. Das haben wir doch das letzte Mal gemacht und dann sind wir rumgedüst und haben Salz gesammelt. Irgendwas ist hier faul. Gucken wir mal, was hier im Snackschrank aussieht. Da haben wir exakt einmal noch Wasser. Das werden wir gleich mal mitnehmen und trinken. Okay. Salz besorgen, Stücke von der Koralle besorgen. Dann haben wir genügend Wasser und dann können wir los. Welcome aboard, Captain. Das Blöde ist natürlich echt immer, jedes Mal müssen wir aufs Neue dieses blöde verkackte Salz suchen. Wobei ich mir gerade nicht mehr so sicher bin, ob wir nicht sogar welches mitgebracht hatten. Ich glaube, das war sogar der Fall. Vielleicht müssen wir doch gar nicht so viel Salz besorgen. Schön wäre es auf alle Fälle. Jo. Ich finde zumindest kein Salz. Das ist schlecht. Ja. Na gut. Vielleicht in diese Richtung. Können wir auch noch auf irgendeine Koralle rumkloppen. Da, die ist doch schön. Die ist doch sehr korallig. Hauen wir mal raus, das Ding. Lass uns mal gucken. Wir haben eigentlich viel Platz, ne? Das heißt, wir können schon ein bisschen voll machen. So, Dille. Den Rest füllen wir dann irgendwie noch mit Salz auf. Ja, unter der Prämisse, wir würden welches finden, ne? Ich glaube, wir bleiben ein bisschen hier so in dieser Tiefe. Ich denke auch, dass es gut ist, wenn wir so Richtung Kapsel gehen. Ich glaube nämlich nicht, dass wir hier viel abgegrast haben. Hi, Seku. Oder was auch immer du bist. So, Nummer 1. Ich hoffe, dass wir da demnächst auch noch mehr finden. Und guck mal. Die Seekuh hat abgeleicht. Wir nehmen mal das Kreaturenei mit. Das hat jetzt ein bisschen Schaden gemacht, aber es lädt sich wohl wieder auf. Interessant. Also ist es wohl echt nur sowas wie eine Säure, die einen kurzzeitig verschrecken soll. Kein so super effektiver Verteidigungsmechanismus, wie ich finde. Komm mal mehr. Blasenfisch nehmen wir auch noch mit. Können wir aus dem auch noch ein bisschen was zu trinken machen. Das ist Quarz, wir nehmen es jetzt einfach mal mit. Zur Not können wir es immer noch rauswerfen. Und dann Salz stattdessen mitnehmen. Na, da ist doch wieder was. Zack. Und da habe ich noch was gesehen. Und jetzt sollten wir langsam ein bisschen auftauchen. So. Haben wir eigentlich noch eine Batterie dabei? Natürlich nicht. Das war jetzt blöd von uns, ne? Gut, wir müssen dann Folgendes machen. Notfalls hat eine Batterie aus. Erstmal nachgucken. Haben wir die Lampe dabei? Wir haben die Lampe dabei. Legen wir die mal schnell auf 4. Nehmen sie. Drücken R und laden die Batterie aus. So. Dann können wir die nämlich gleichzeitig in das andere Ding reinhauen und dann ist alles gut. Da haben wir nochmal ein Stückchen Salz.
Da ist noch mehr und da unten sehe ich auch noch was. Super Sache. So, jetzt müssen wir ganz schnell wechseln. Und erledigt. Dann nehmen wir das noch mit und ich denke, dann können wir uns eigentlich schon wieder auf den Rückweg machen. Dann haben wir jetzt mehr als genug eingesackt. Oder liegt jetzt hier noch direkt? Ja, da liegt noch viel rum. Jetzt ist natürlich das Inventar voll. Wir checken schnell ab, was wir rauswerfen können. Ich hätte schon gerne das Kreaturenei. Dann werfen wir einfach mal das Zeug raus. Nehmen wir dafür lieber das... Ey, was war das jetzt? Wer hat mich jetzt gebissen? Das war schon wieder einer dieser kleinen Scheißerchen, die so super bissig sind. Die gehen mir echt auf den Sack. So, ach so, das Licht hatten wir schon an. Dann flitzen wir zur Basis zurück. Kümmern uns dann natürlich direkt um die Zubereitung des Wassers. Ein bisschen was sollte man hier vielleicht auch für den Notfall lagern. Ich denke, zumindest eine Flasche könnte man da lassen. Und dann können wir eigentlich losdüsen. So, wir werden jetzt hier erst einmal die Batterien rausholen. Achso, das können wir ja nicht, weil wir haben keinen Platz. Gut, dann machen wir wohl doch zuerst erstmal ein bisschen Bleiche. Oder Desinfektionsmittel heißt es ja. Können wir noch mehr machen? Ey, krass. Wir haben richtig viel eingesackt, ha? Oh ja. Also ich denke, ums Trinkwasser müssen wir uns in nächster Zeit keine Sorgen machen. Was mich übrigens wundert, haben wir eigentlich schon gelernt, wie wir hier so diese Trinkwasserentsalzungsanlage machen können? Diese Wasserentsalzungsanlage? Gute Frage, oder? So. Die Batterien sind jetzt wieder voll. Können wir die mal nehmen? Dann werden wir hier gleich mal anfangen. Hier nachladen. Ach, das war jetzt blöd, ne? Weil wir eine mit... So, jetzt. Machen wir das aus. Die braucht auch wieder ein bisschen. Und dann können wir die zwei, die wir nämlich entnommen haben und die schon etwas abgenutzt sind, gleich mal aufladen. Dann können wir die später ja vielleicht noch mitnehmen. So. Nun machen wir jetzt aus dem Fisch noch ganz schnell was zu trinken. Das rüsseln wir sofort weg. Und als nächstes hauen wir mal dieses Kreaturenei hier rein. Ich bin ziemlich gespannt, was es für ein Tier wird. So, wo bist du? Da bist du. Gleich mal reingeworfen. So, wovon haben wir denn wieder zu viel? Wir haben schon wieder zu viele Bumerangs. Dann nehmen wir da gleich mal zwei mit. Und werden die vernaschen. Oh, ich bin voll gespannt, was da rauskommt. Das wäre jetzt super cool, wenn da so eine kleine Seekuh rauskommen würde. Das wäre wirklich super, super geil. So, nun aber erstmal essen. Oh, da fällt mir ein, wir hätten ja eigentlich das Zeug noch bepökeln können. Das war jetzt vielleicht doch dämlich. Aber wobei, wir haben ja diese Ernährungsriegel. Wir haben diese Nahrungsriegel. Insofern ist da eigentlich alles okay. Oh, guck mal. Wir haben noch zweimal Salz bekommen. Aha. Dann werden wir wohl doch zumindest zwei so Spatenfische noch machen. Die ein bisschen mehr Nährwert. Und dann wären wir eigentlich wieder bereit und könnten aufbrechen. Ist euch übrigens was aufgefallen an der Performance des Spiels? Meiner Meinung nach haben die ordentlich verbessert. Also ich hatte da jetzt deutlich weniger Framerate-Einbrüche und war eigentlich fast immer jenseits von 60 FPS. Finde ich ziemlich gut. So. Machen wir schnell noch Wasser und dann können wir los. Unglaublich. Das läuft doch im Moment echt wie am Schnürchen.
bin auf alle Fälle ziemlich zufrieden. Dann wird das vielleicht doch noch was, dass wir in den nächsten Folgen den coolen Anzug bekommen, diesen Braun-Anzug. Das wäre super, super geil. So, wie sieht's hier aus? Wir haben ja vorne, denke ich, noch welche im Utilities-Schrank. Da müssen wir jetzt nicht hier alle mitnehmen. Das passt schon. Lassen wir die hier einfach mal da und aufladen mit der Zeit. So. Jetzt haben wir eigentlich genügend Snacks dabei. Den haben wir auch noch. Ja, da ist alles gut. Wobei, wir finden auch bestimmt wieder Wasser. Also sollten zwei Wasser erstmal reichen, oder? Ja, sicher ist sicher. Wir nehmen vielleicht auch noch mal eins mit. Jetzt passt aber, denke ich, alles. Wir haben noch zweimal Batterien. Die ganzen Dinger sind aufgeladen. Jetzt sollten wir nur noch mal schnell abchecken, wie es hier aussieht, ob wir da genügend Energiequellen dabei haben. Nee, das passt ja. Das wollte ich gucken. Also wir haben ja auf alle Fälle genügend Energiezellen, Erste-Hilfe-Kästen. Wir könnten hier eigentlich gleich mal so ein Ding reintun und noch einen Nährstoffblock. Dann passt das meiner Meinung nach soweit. Sind die voll aufgeladen? Die sind auch voll aufgeladen. Dann los, ne? Vielen lieben Dank. So, es ist dunkel, ne? Und um uns an diese Straßenverkehrsregeln zu halten, müssen wir natürlich... Was wir dann machen, wie, warte mal, Tiefe, nur 300? Das kann nicht stimmen. Da stimmt irgendwas nicht mit den Dingen. Wir müssen nochmal ganz kurz zurück und dann nehmen wir das nochmal raus und tun es nochmal neu rein. Aber diese Anzeige kann nicht stimmen. Welcome aboard, Captain. Hier ist irgendetwas falsch gelaufen. So. Zerstörungstiefe beträgt nun 200. Jetzt hauen wir die mal nacheinander rein. 300. Shit, jetzt habe ich das aus Versehen getrunken. Wie ist das, die maximale Tiefe? Ist 300 die maximale Tiefe, obwohl wir da jetzt... Scheiße. Das ist ja kacke, ey. Wir kommen mit dem Ding echt nicht mehr tiefer? Oh. Ich bin immer gespannt, wie das mit diesem Braun-Anzug wird. Ich hoffe, dass der dann tiefer kommt. Das ist ja richtiger Rotz jetzt. So, wir müssen jetzt gucken. Wo ist das Wrack der Aurora? Und dann waren wir irgendwo hier hinten. Und da ging es dann mal runter. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das dann dort natürlich auch an. Mensch, dann hätten wir ja auch dieses coole Ping-Teil uns besorgen können und ranmachen können. Hätte uns jetzt mehr gebracht. Das sieht irgendwie nicht gut aus. Das sieht so aus, als hätte man die Welt hier nicht weitergemacht. Und wir würden hier total falsch schwimmen. Ah doch, nee, wir sind richtig, wir sind richtig. So, dann gucken wir uns mal um. Wir brauchen halt jetzt... Was ist das denn? Ist das Uran? Das könnte Uran sein. Sehr geil. Da ist ja noch... Ach nee, das ist nicht viel mehr. Aber wir klopfen das trotzdem ab. Eventuell enthält das irgendwelche coolen Dinge. Eigentlich nur Titan, das ist schade. Aber das können wir ja zur Not dann auch loswerden. Ein Diamant. Und ich glaube, da unten habe ich auch noch irgendwo einen Diamanten gesehen. Wartet mal. Wir packen das Licht aus. Und nein. Das habe ich mir wohl eingebildet, oder was? Nee, da ist doch was. Das ist Salz, ne? Ja, das ist Salz. Scheiße. Gut. Aber da, da ist noch eine Ablagerung zumindest. Klopfen wir da auch noch einmal drauf. Und haben Gold aufgenommen. Okay. Gold ist okay.
das Salz bekommen. Oh, und guck mal, das da vorne ist das eine Teil, das wir das letzte Mal gefunden haben. Stückchen der Aurora. Wo wir aber nicht weiter was machen konnten. Wir sind zwar reingetaucht, aber viel gab es nicht zu sehen da drin. Genau, da sind wir reingekommen. Jetzt vielleicht noch einen anderen Eingang? Nee, aber da gibt es auf alle Fälle Uran. Und nachdem ich ziemlich scharf auf Uran bin, werde ich mir das mal noch holen. Ja, und hier bei dem Ding gibt es auf alle Fälle nicht mehr zu sehen. Sehr schade. So, Rani, die Simov, Licht können wir wieder ausmachen. Es ist wieder tagsüber. Und das sieht schon cool aus, oder? Komisches Tier. Hat irgendwas so ein bisschen von dem Oktopus und der Gottesanbieterin. Gut, was haben wir hier für spannende Höhlen? Vielleicht gibt es hier irgendwelche coolen Fragmente, die wir scannen können. Sieht im Moment aber nicht danach aus. Also irgendwie finde ich das jetzt ehrlich gesagt mies. Ich hatte gehofft, wir kommen hier hin und finden sofort Fragmente, die uns weiterhelfen, aber scheint nicht der Fall zu sein. Das ist ein bisschen shitty. Aber da haben wir wenigstens wieder etwas Uran. What the fuck? Was ist jetzt los? Es ist uns zu heiß, okay. Wusste ich nicht, dass wir da jetzt aufpassen müssen. Ist mir neu. Wobei man fährt. Passing safe depth. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Ja, kriegen wir jetzt wirklich Schaden? Ja, wir kriegen wirklich Schaden. Das ist doch scheiße. So, ich muss mal schnell aussteigen und die Seemotte reparieren. Nein, das war jetzt falsch. Wo haben wir denn noch so ein Teil? Da haben wir es. So, Feuerlöscher werden wir aktuell nicht brauchen. Ja, wie kommen wir denn dann bitte an die Fragmente für dieses blöde Bohrteil? Oder Schweißgerät, was auch immer das jetzt war. Ja, wir suchen eigentlich das Schweißgerät. Ja. Oh. Ich finde das echt kacke. Du kannst trotz Upgrade nur 300 gehen, das ist doch lächerlich. Wer hat sich denn den Scheiß ausgedacht? Hier gibt es auf alle Fälle ein paar Diamantenreste. Das ist, schön. Nee, das ist kristallines Aluminiumoxid. Okay, das ist auch neu. Blasenfischstich nehme ich auch mal mit. Und das könnten Diamanten wieder sein oder Quarz. Nee, Quarz nehme ich jetzt nicht mit. Wir packen mal das Ding aus. Ich hätte wirklich gehofft, dass wir hier halt echt was finden, was uns weiterbringt. Es ist jetzt gerade ein bisschen enttäuschend. Na, vielleicht ist hier unten irgendwas. Nee, wir müssen so schnell wie möglich wieder zurück. Oh shit, wo ist der Ausgang? Oh shit. Da ist der Ausgang. Schnell. Oh Gott. Oh mein Gott. Wir werden sterben. Nein. Nein. Verdammte Scheiße jetzt.
Jo. Das ist jetzt nicht gut gelaufen. Wir müssen nochmal gucken zu der Ausrüstung. Ich brauche unbedingt, die Dinger nehmen wir auch gleich mit. Ich brauche diesen Rebriefer. Ohne den ist da unten echt nichts. Wo haben wir den denn hingetan? Wir hatten hier doch irgendwo so ein Ausrüstungsding. Gar nicht. Und wir haben natürlich auch das ganze geile Zeug, was wir gerade gesammelt haben, verloren. Oh Mann, ey. Wo ist denn dieser Rebriefer? Wartet. Haben wir den da hinten in irgendeinen Schrank reingetan? Ja. Da ist er. So, und jetzt, dann kommt der Strahlenschutzhelm runter und das Kreislauf-Atemgerät wieder drauf. Dann machen wir uns noch auf zu unserem Schiffchen und ich meine, so weit sollten wir ja nicht weg sein, oder? Wie weit war das denn jetzt weg? Nee, ich glaube nicht, dass das so weit weg ist. Was ist das wieder? Solarmodulfragmente brauchen wir sicher nicht. Ah, das ärgert mich jetzt. Das war echt völlig unnötig, der Tod. Ich hoffe, dass jetzt mit dem Atemgerät alles ein bisschen besser wird. Na, wo bist du? Könnten uns hier auch ein bisschen umsehen. Nee, also ich sehe definitiv nichts Fragmentartiges. Und jetzt wäre es schön, wenn wir langsam unser U-Boot sehen würden. Ganz so weit kann die Seamoth ja nicht weg sein, also bitte. So, da ist sie also. Welcome aboard, Captain. Ich würde es mal so sagen, das war doof, hier rauszugehen. Die schwimmen jetzt mal hier so noch ein bisschen drüber. So. Ja. So. Jetzt bleiben wir hier erstmal drin und lassen den Sauerstoff komplett aufladen. Und wobei, das machen wir einfach in der nächsten Runde. In der nächsten Runde gehen wir hier runter, erkunden dort, finden da dann hoffentlich was. Also irgendeine Blaupause, Artefakt, whatever. Wäre schon wichtig. Nun gut, ich bedanke mich auf alle Fälle fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal. Ciao.